Lilo, heute mal eine grundsätzliche Frage, die mich furchtbar bewegt, ja, mich bewegen so komische Fragen. Und zwar habe ich öfters mal gesehen, unter Python, Programmiersprache, da verwendet man eigentlich gar keinen XOR-Befehl, ne? Da hat man eigentlich gar keinen richtigen XOR, ne? Warum hat der nicht? Die machen ja immer so komische Späßchen, ne? Anstelle von XOR schreiben die so ein Pfeilchen nach oben, ne? Haben wir auf unserer Tastatur unterhalb der Escape-Taste, muss man gegebenenfalls noch leer drücken. Und da habe ich mich gefragt, ne, wir hatten es doch letztens mit Pascal, ne? Mit Pascal habe ich richtig einen XOR-Befehl. Ist das wirklich dasselbe? Ist das denn, macht das denn wohl richtig sein? Die Frage, die die Welt bewegt. Ist das dasselbe, ne? Also jetzt war ich ja in der Lage, hier in Python, ne? Python-Programmiersprache, etwas zu importieren, ne? Und zwar habe ich mir dann unter Pascal eine DPR-Datei geschrieben, also ein Delphi-Projekt könnte man sagen. Oder unter Lazarus würde man sagen, ein Lazarus-Projekt. So, da habe ich mir eine Unterfunktion geschrieben, die heißt Bytes, ne? Was macht die? Die macht XOR, ne? XOR mit zwei Bytes, ne? Also habe ich hier unter Python gesagt, from meinem schönen Modul myXOR, importiere die Unterfunktion namens Bytes und nenne die im Folgenden hier XOR. Das wäre quasi unser Pascal-Teil. Dann habe ich mal zwei Vorschleifen gemacht, wo ich dann einfach von 0 bis 255 zähle. Lasst euch nicht durch die 256 irritieren. Das ist eine Eigenart des Range-Befehls. Ja, gut. Der zählt also tatsächlich von 0 bis 255. Und ein zweites Byte, das ebenfalls von 0 bis 255 zählt. Und XORe doch mal. Ne? Einmal in Pascal quasi. Ne? Streng genommen ein kompiliertes Pascal innerhalb meiner Funktion, die ich hier importiere. Und dann einmal unter Python heißt das Byte 1 und dann dieses komische Hochzeichen. Ist das wirklich dasselbe? Frage, die die Welt bewegt, das muss ich rauskriegen. So, konnte ich ja jetzt. Ne? Wir hatten ja unser letztes Beispiel. Da konnten wir mal sehen, wie wir was in Pascal programmieren konnten. Ne? Das habe ich hier mal gemacht. Ne? Ich habe unser letztes Beispiel, das uns ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, das hatte ich ja nicht selber gemacht, mal umgeändert, so ein bisschen minimiert und nur noch auf eine Funktion reduziert. Mein Modul heißt hier myXOR, hier unter Pascal, ne? Und das ist eigentlich eine Delphi-Projektdatei. Mehr ist das gar nicht. Da habe ich eine Funktion definiert, die heißt Bytes. Warum habe ich die Bytes genannt? Ja, weil da zwei Bytes geXORt werden. Und zwar hier mit dem echten, in Anführungszeichen, Pascal-Befehl. Ne? Da wusste ich, da kommt das Richtige raus. Ne? Das war mir vollkommen klar. Gut, das ist der Teil. Die Py-API, damit das funktioniert, hatte ich mir ja bereits beim letzten Beispiel mal so angepasst, dass mein Python-Library gefunden wurde. Nun brauchen wir jetzt so kompilieren, hatten wir ja gesehen, letzten Beispiel. Habe ich mir angepasst, ne? Ich habe das ja myXOR genannt. Da kommt ein Modul myxor.so raus. Unter Windows wäre das myxor.dll, ne? Shared Object. Oder Dynamic Link Library. Und das wird erstellt aus meiner DPR-Datei, Pascal-Datei, die eigentlich nichts anderes macht, machen wir XOR, ne? Zwischen den beiden Bytes, ne? Verknüpfe die mal mit diesem logischen, exklusiven oder was XOR nichts anderes ist, ne? Das kann eigentlich jeder Prozessor schon auf Prozessorebene. Und deshalb hat mich das ein bisschen gewundert, dass Python das so standardmäßig nicht kann, kann es aber, ne? Aber das heißt ja nicht XOR, sondern macht man so Hochdings, ne? Könnte ich mir unter Python natürlich auch eine Funktion schreiben, def, und nenne das XOR und stattdessen, ne? Dass ich das nicht immer mit dem komischen Dings hier schreiben muss. Ist aber dasselbe. Das wollte ich jetzt rauskriegen. Ist es tatsächlich dasselbe? Hab mir so ein Python-Skript geschrieben, hab mir einmal mein, ja, ursprünglich in Pascal geschriebenes Modul importiert, ne? Darin enthalten die Funktion Bytes. Und habe das im Folgenden XOR genannt. Das wäre mein Pascal-Teil. Da wusste ich, da kommt das Richtige raus. Ne? Da wird es richtig rein. Ne? Wollen wir gucken, ob das so stimmt. So, und jedenfalls, da hatte ich dann einen Python-Teil, ne, wo ich nicht wusste, ob das so alles richtig ist. Und da habe ich gesagt, wenn Pascal nicht dasselbe ist wie Python, dann hier, dann schreib hin,
Einmal was in Pascal rausgekommen ist und einmal was in Python. Ja, und da wollte ich wissen, kommt irgendwann der Printbefehl, ne, bei irgendeiner Kombination zwischen 0 bis 255, 0 bis 255, rechnet Python da mit dem Ding ins Kirchens falsch. Ne, und das habe ich mal so gemacht. Die drei Dateien, die werde ich euch mal zur Verfügung stellen, inklusive TestPy, sind es derer 4. Sind es derer eigentlich 4. Ne? Macht eigentlich nichts Aufregendes. Vielleicht der Python-Skript, der Python-Skript, da passiert gar nichts. Ja, ich dachte jetzt kommt's hoch, ne? Hier Python rechnet falsch oder Python-TestPy, da passiert gar nichts. Wer sich wundert, warum das so schnell ging, ja. 255, also eigentlich 256 Kombinationen zwischen 0 und 255 mal, nochmal 0 bis 255 und einmal unter Pascal und einmal unter Python. Das sind zweimal 65.536 Kombinationen, die da durchgespielt werden. Zweimal. Ne? Einmal unter Pascal, einmal Pascal. Und dann bums ist es fertig. Ne? Das ist so ein ganz rudimentärer Befehl. Da kann Pascal jetzt auch seine Geschwindigkeitsvorteile nicht ausspielen. Das ist eher langsamer, ne? Mit dem Umweg über die Funktion. Aber das wollte ich wissen. Ist dasselbe. Frage, die Welt bewegt. Habe ich rausgekriegt. Ne? Und hier nochmal, so kompiliert man das. Zumindest hier unter Linux 64 Bit, ne? Mit dem Free Pascal Compiler 64 Bit. Und da habe ich ja dieses Modul, was rauskommen soll. Und das ist die Delphi Projektdatei, was nichts anderes ist als Pascal. Funktioniert, ne? Kommt jetzt selber raus. Frage, die Welt bewegt. Also, wie gesagt, ich stelle es euch zur Verfügung. Ist vielleicht auch schön mal ein Nachtrag zu unserem letzten Demo, wie man Pascal Code unter Python ausführt. Das hier habe ich mir da selber so ein bisschen zusammengeschrottelt. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben, stelle euch das zur Verfügung, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ob das so richtig über Richter erzählt, weiß ich nicht.